Hallo und willkommen von der Île Notre-Dame. Es verspricht, ein weiterer unglaublicher großer Preis von Kanada zu werden. Auf dieser Strecke ist der Sieg extrem hart umkämpft, da es oft weniger als eine Zehntelsekunde ist, die den Wettstreit um die Pole Position entscheidet. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Dritteln mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 km/h sehen. Hochgeschwindigkeitsschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Es gibt garantiert schlechtere Positionen, von denen aus man starten kann. Aber es ist auch wichtig, dass Sie jetzt nicht selbstgefällig werden. Wenn du erst einmal anfängst, dich bereits als Sieger zu fühlen, obwohl theoretisch noch alles offen ist, machst du garantiert einen Fehler. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Albon, Daniel Ricciardo, der Wissenschaftler, Norris, Bottas. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Ocon und Max Verstappen. Kvyat, Stroll, Kimi Räikkönen und Magnussen. Sainz Junior, Giovinazzi, Romain Grosjean und Pierre Gasly. Russell, Latifi, Perez und Giuliano Alesi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, damit guten Morgen, ladies and gentlemen, so willkommen zurück zu F1 2020 zum großen Preis von Kanada. Okay, I know what you can do. Don't let me down. Und ja, wir werden eine 2-Stopp fahren müssen, leider. Da haben wir keine großartigen Möglichkeiten, drum rumzukommen, was uns natürlich angreifbar macht für Leute, die weit hinter uns sind und einen 1-Stopp fahren. Wird schwierig, auf jeden Fall vor denen zu bleiben, aber wir starten von P6 aus, dadurch, dass Bottas und auch Verstappen Gridstrafen hatten. Und hoffen einfach mal, dass wir Ricciardo vielleicht vor Kurve 1 überholen können, aber der steht schon recht weit vorne, also der ist schon... Muss ich schon einen sehr, sehr guten Start erwischen, dass das klappt. Das Ganze natürlich wieder auf KI-Stufe 108, wie im Qualifying. Das hat ja ganz gut funktioniert eigentlich. Ich würde sagen, wir starten das Rennen. Und, ach ja, nur drei Flashbacks natürlich, weil das hier kein Startkurs ist im klassischen Sinne. Ja, der eine fährt nach rechts rüber, der andere nach links. Wo soll ich hin? Wenn ich da drin geblieben wäre, hätte es aber einen richtigen Knall gegeben. Okay, versuchen einfach dran zu bleiben. Ja, ja, Jeff, keine Sorge. Wenn ich auf Kanada den Wagen wegwerfe, dann ohnehin so, dass das jeder sieht. Was? Okay, er hat zurückgesteckt, irgendwie doch nicht, und okay, das verstehe ich jetzt nur so halb, was da gerade passiert ist, muss ich sagen. Gut, haben wir eine Verwarnung gekriegt. Nehme ich im Zweifel gerne an, das ganz klar, verdient. Trotzdem habe ich gerade nicht so ganz verstanden, was Ricciardo gemacht hat. Ich dachte halt, der fährt doch irgendwie mit rein, der entscheidet, ich habe nicht damit gerechnet, dass der halt zurücksteckt. Oder das war jetzt einfach eine taktische Komponente von ihm, damit er in der nächsten Runde DRS kriegt mit Windschatten und sowieso wieder vorbeikommt. Das wäre möglich. Das heißt, im Idealfall
fahren wir jetzt aber so einen Vorsprung raus, dass er aber kein DRS auf mich kriegt, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Schnellsten letzten Sektor. Das gibt mir Hoffnung. So müssen wir halt auch schauen, dass die Reifen überleben. Ja, aber ich weiß halt gar nicht, ob die, die auf frischen Mediums starten, eine Medium Hard überhaupt machen können. Da bin ich mir gerade nicht sicher, muss ich sagen. Weil die müssen halt schon so gut 20 Runden auf den harten Reifen überleben. Schwierig. Okay, Ricciardo kriegt kein DRS, aber Norris auf Ricciardo. Das gefällt mir doch. Kämpft! Meine kleinen Freunde, kämpft! Ich meine, ich habe gerade ein bisschen die Chance, immer ein paar Zehntel pro Runde davon zu fahren. Das sollte ich so weit nutzen, wie ich kann. Das ist halt auch so das Ding. Albon ist nicht so ultra weit weg. Ich weiß nicht, vielleicht ist da was drin. Wie gesagt, es ist KI-Stufe 108. Natürlich könnte ich ein bisschen höher stellen, auf 110, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem erschienen. Mein Gott, ich reim gerade aber auch mit den Zahlen. Holy moly. Ricciardo kriegt Stress auf jeden Fall von Norris. War das schnell? Ah, ging so, ne? Nicht unbedingt die beste Linie, die man fahren sollte. So, wieder ein bisschen ERS raushauen. Wunderbar, da waren schon 2 Sekunden nach hinten. Ja, ganz leicht, gut, macht keinen Unterschied. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Gap to teammate behind is 12.0 seconds. Das wird jetzt pace-technisch nicht so viel ausmachen, glaube ich. Ja, Albon kann nicht so gut wegziehen, muss man sagen. Ich habe mein Setup gar nicht gezeigt, ne? Upsi! Okay, der Flügelschaden ist auf jeden Fall noch im Rahmen.
Vielleicht können wir einen Undercut gegen Albon starten. Das wäre doch mal eine Aktion. Wobei das schwierig ist. Eine Runde hier ist nicht so lang eigentlich. Oh, da hinten gelbe Flagge. Schabernack passiert. Latifi verabschiedet sich aus der Session. Aber bringt kein Safety Car hervor. Okay, wir sind P5 aktuell. Bottas hat an Norris zu kämpfen und Norris kommt gerade an Ricciardo nicht so richtig vorbei. Caution, caution. Immer noch? Krass. Okay. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Jo, fahren wir jetzt auf jeden Fall rein. Vettel und Hamilton kämpfen vorne um die Führung. Ich bin mir jetzt ja nicht hundertprozentig sicher, aber Hamilton und Vettel, die in Kanada um die Führung kämpfen. Vettel liegt vorne. Das wäre so ultra lustig, wenn Hamilton das gewinnen würde, ne? Ich meine, mir hat es damals echt das Herz gebrochen, muss ich sagen, als ich Vettel... als Vettel halt, ja, diese komplett unverdiente Strafe bekommen hat. Das wäre so lustig jetzt hier im Spiel trotzdem, wenn das passieren würde. So, zeitgleich stellen wir mal auf Mager, dass wir ein bisschen Sprit sparen. Und ich hoffe mal, wir kommen nicht mitten im Verkehr raus. Oh, guck mal, war doch gut. Naja, da dürften Großteil der Leute an uns vorbeifahren. Der Flügelschaden steht auf Auto, der wird jetzt nicht repariert. Brauchen wir auch nicht. Was? Okay, wir haben Albon in der Boxengasse überholt. Und jetzt müssen wir hier schnell durchkommen. Hopp, Alesi, Team Order. Weiß ich, gibt's sowas? Kalte Reifen sind nicht geil. Doch, Alesi. Super. Perez, was hat das für eine Aktion und warum? Alesi fahren wir vorbei und hoffen, dass Russell jetzt einfach die Box fährt. Yes. Giuliano is in the pits. Giuliano in the pits. Damit sind wir vor Albon durch die Boxengasse. Haben aber ein bisschen was auf Ricciardo verloren, leider. Ja, das war nicht so smart vom Team. Da hätte man definitiv überlegen müssen. Man hätte nicht überlegen müssen. Man hätte ganz klar Alesi sagen sollen, ey, der ist schneller. Okay, the gap behind is 2.0 seconds. Das glaubst auch noch du, dass du so vorbeikommst.
P4. Wow. Na, nicht die Wiese, scheiße. Wir haben die Red Bulls schon mal besiegt. Letztes Rennen. Aber Albon jetzt auf den Mediums findet echt Pace an Stellen, wo ich sie aber nicht finde. Das Ding ist halt, ist er schnell genug, dass ich sagen kann, yo, fahr vorbei. Oder nicht? Er verliert halt auf der Geraden super viel. Ich glaube, sinnvoller ist es echt zu versuchen, ihn mit Ricciardo in den Kampf zu führen und dann versuchen, davon zu profitieren. Ich meine, er wird nicht vorbeikommen, wenn ich keinen Fehler mache. Das Problem ist, der Fehler kann sehr marginal sein und dann ist er vorbei. Der kriegt halt so viel Speed daraus, Alter. Jetzt ist Ricciardo dabei. Und das ist meine Hoffnung. Meine Hoffnung funktioniert gerade nicht so richtig. Die Frage ist, wo nimmt der vor der DRS-Geraden, die gleich kommt, die Speed her? Was ist seine Mission hier? So vielleicht? Ah, bisschen besser, aber immer noch nicht so schnell, dass ich sagen würde, yo, das ist seine Linie gewesen. Aber er kommt auch gerade in keine Angriffsposition mehr. Also wir fahren ihm gerade ein paar Zehntel die Runde davon, aber das reicht nicht. Ich gucke halt mehr auf die Abstände oben als auf alles andere, ne? Ja, der kommt hier wieder zu krass ran. Da hatte Red Bull einfach eine zu starke Aerodynamik, würde ich sagen. Das heißt, wir werden nicht wirklich vor ihm wegkommen. Müssen wir schauen, dass er nicht vorbeikommt. Nein,
hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet. Ja, jetzt habe ich halt die Linie durch den ersten Sektor, aber mal von vorne bis hinten verkackt. Jetzt ist er wieder direkt dran. So ein Mist. Naja, das wird er nicht versuchen durch die Haarnadel. Ah, ich verbremse mich. Nein, da ist keine Lücke, Albon, lass es. Das wird schwierig. Ja, doch, haben wir. Okay, gap ahead is 10.8 seconds. 121 sollen wir rein, okay. Ja, vielleicht klappt der Undercut gut genug. Wäre auch eine Möglichkeit. Wobei halt auch die Gefahr ist natürlich, dass wir in Verkehr kommen nach dem Boxenstopp. Das darfst du nie vergessen. Wobei eh nicht so viel auf den Einstopp gehen, glaube ich. Also ich habe nicht viele gesehen. Eigentlich gar keinen, wenn ich mich erinnere, die auf Mediums gestartet sind. Was theoretisch bedeuten würde, dass sich auch bereinigt hier gerade um P4 kämpfen wird. Naja, Vettel fällt halt Hamilton ein bisschen davon. Doch, ein bisschen besser. Reicht, um vorne zu bleiben. Bottas kommt halt nicht vorbei, ne? Oh, ich muss auf den Sprit achten. Fuck. Na gut, kriegen wir ihn. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Gap to car in front is 12.7 seconds. Gap to teammate behind is 20.9 seconds. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Boxenstopp auf Alesi. Auf Kanada dauert der Boxenstopp nicht lang. Okay, wieder ein bisschen Sprit angespart. Und ich hoffe echt immer noch drauf, dass Ricciardo einfach so an Albon rankommt, dass die sich in die Wolle kriegen. Jetzt ist Albon leider nah genug an mir dran, muss ich echt wieder kurz auf Fett stellen. Gut, dass ich gerade was angespart habe, ne? Oh, knappe Kiste. Leichte Berührung mit dem Heck. Und wir haben Halbzeit. Sind auf P4. Das wäre halt ein glorreiches Ergebnis.
Das kann mir halt nur dadurch leider kaputt gemacht werden, falls ich zu sehr im Verkehr rauskomme oder wenn ich so eine Scheiße mache. Das ist natürlich auch nicht geil. Aber ich kämpfe um die Position, Albon, das sollte dir klar sein mittlerweile. Was ist kaputt? Wie schon wieder Motor. Au weh. Ja, Problem ist, bei 60% geht schon bergab ein bisschen. Oh, Ricciardo ist an Albon vorbei. Das sehen wir doch gerne, weil vor Ricciardo kann ich davonfahren. Wenn Ricciardo jetzt Albon gut genug hinter sich hält, habe ich gute Chancen, da wegzufahren. Die Frage ist, ob er Albon lang genug hinter sich halten kann oder nicht. Sofa kann ich halt auch nicht davonfahren. Wenn ich Sofa schon dreimal nicht. Mein Gott. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Jetzt kommt Albon tatsächlich gerade nicht mehr an Ricciardo ran. Was ist denn jetzt kaputt? In this lap. Push now. Ja, wir gehen diese Runde rein, einfach in der Hoffnung auf den Undercut. Und weil die Reifen auch echt ein bisschen einen Abgang machen gerade. Also Undercut bezieht sich jetzt darauf, dass ich hoffe, so rauszukommen, dass die anderen nicht mehr beim DRS-Fenster sind, sondern dass die sich untereinander bekämpfen und ich fröhlich davonfahren kann. Das ist der Plan. Ob der Plan klappen wird oder nicht, entscheidet jetzt auch die Boxengasse. Vettel und Hamilton gehen auch rein, beide, okay, ja. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Und Sainz geht rein mit mir, Albon, Ricciardo auch. Nee, Norris ist es nicht, Sainz. Hopp, seid geil. Exit now. Yes, okay. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Oh, und jetzt kriege ich noch Magnussen zwischen uns. Grosjean ist es. Egal. Oh, das ist perfekt. Das ist aber sowas von perfekt jetzt. Ja, das wäre halt perfekt auf einer sehr kurvenreichen Strecke, aber hier nicht. Schade. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ja, dann werde ich jetzt wieder mit Albon kämpfen müssen. Ja, super. Habe ja richtig Lust drauf. Schau, fährt auch rein. Schade, das wäre eine geile Möglichkeit jetzt gewesen. Bottas geht auf harte. Okay. Auch interessant. Giuliano is coming in
temporary stop. Bob Giovinazzi. Du bist auch ein netter Mensch, ne? Du bist auch definitiv für die Deutschen. Huch, hier? Oh, Leclerc ist raus. Ich könnte um Podium kämpfen. Okay. Das Rennen ist für mich gerade um einiges intensiver geworden. Das wäre halt der Obershit, wenn das klappen würde, aber wir haben noch 12 Runden vor uns. Kann viel passieren. Sowohl Positives als auch Negatives. Bob Albon, du willst doch gar nicht gegen mich kämpfen. Du hast da doch gar keinen Bock drauf. Du bist aber glücklich, einem neuen Team ein Podium zu lassen, oder? Ist er leider nicht. Vettel und Hamilton sind auch vorne am Bekebbeln um den Sieg. Wir fahren Norris davon. Das heißt, Albon wird wohl das Einzige sein, was mich von dem Podium trennen kann. Und mein Getriebe. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das liegt ja bei 60% mittlerweile. Alter, der ist halt. Aber das ist nur die ersten paar Runden auf den neuen Reifen so extrem, muss man sagen. Nachher ist es zwar auch noch krass, aber so extrem ist es nur in den ersten Runden. The gap to the car ahead is 22.8 seconds. Ding ist, Albon ist genauso scharf auf sein erstes Podium. Nachdem es ihm so häufig verwehrt wurde von Hamilton, hat er jetzt natürlich auch Bock. Ja, das ist ja schön. Mit Alesi müssen wir echt mal gucken, ob wir ihn weiter haben wollen oder nicht. Ich habe halt schon echt in den Jungen investiert, muss man sagen, aber der liefert keine Ergebnisse ab. Der steht ja immer noch punktelos da. Null Punkte, Alesi. So können wir ihn ab heute eigentlich nennen. Der Null Punkte, Alesi. Ja, zu weit. Gut, können wir Schwung auf die Gerade mitnehmen. Auch gut. Norris kommt jetzt auch wieder ein bisschen ran, leider. Und Norris hat Bottas im Schlepptau. Also, das Ding ist noch nicht durch. Das werden jetzt noch harte 9 Runden. Zu früh eingelenkt, dadurch zu wenig Speed mitgenommen.
Bist du dir sicher, Albon? Das hast du auf der Geraden hier noch nie geschafft. Lass es doch sein. Inzwischen, Hamilton, schnellste Runde. Der ist halt genau an Vettel dran. Das ist 1:1 wie 2:19 da vorne gerade. Fehlt echt nur noch die Zeitstrafe für Vettel. Oh, Norris jetzt dran an Albon. Die können halt beide nochmal auf Softreifen gehen und ich wäre immer noch nicht dran. Das ist schon unnormal, dass die da für die Pace vorne gehen. Aber Leclerc ist raus. Bottas hatte eine Gridstrafe und ist jetzt auf harten Reifen. Und die Red Bulls haben nicht die größte Pace hier. Wir können jetzt auf der Geraden wieder ein bisschen Sprit auch raushauen, haben wir wieder ein bisschen was. Und ERS konnten wir jetzt auch gut sparen die letzten paar Runden. Hamilton ist halt genau an Vettel dran. Krass, was die da gehen. Ja. Das ist da vorne so ein bisschen gerade wie Dave und ich in Sanford. Ja, das reicht nicht. Der Quersteher, das reicht zumindest für den Angriff. Oh nein. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Fuck, 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 fuck. Zwei, eins Risiko. Eieiei, das war ein Verteidigungsmanöver. Wodurch Norris jetzt an Albon vorbeigeht, oder auch nicht. Die knobeln das noch aus. Okay, gap ahead is 28.5 seconds. Und Norris ist vorbei an Albon. Jetzt hat Norris natürlich Bock auf sein Podium. Und gegen den Renault auf der Geraden zu verteidigen, wird ein bisschen schwieriger. Das können wir nicht einfach nur durch ERS und fettem Sprit machen. Noch ist er weit genug weg, glaube ich. Aber tendenziell könnte das schwierig werden. Wir haben noch 5 Runden gleich. We have 5 laps of fuel remaining. Albon verliert doch gerade ein bisschen Zeit. Er muss wahrscheinlich gerade wieder in seinen Flow reinfinden. Sorry, dass ich gerade nicht das absolute High-End-Commentary raushau, aber das wäre halt der Obershit, wenn ich das Rennen so beenden könnte.
Wiese. Währenddessen Hamilton vorbei an Vettel. So ein bisschen zumindest. Ja, doch, jetzt hat er's. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting. Zu früh eingelenkt, jetzt werde ich nervös. Jetzt werde ich nervös. Ich habe schon eine am Anfang. Runde 1 durch Ricciardo, jetzt die zweite. Unter normalen Umständen wird Norris nicht mehr vorbeigehen, das weiß ich. Aber wenn ich auf der anderen Seite dann so eine Scheiße mache wie jetzt gerade. Dann wird das schwierig. Ja, das werden wir auf jeden Fall verteidigen. Danach noch 3 Runden. 3. Alesi ist gerade letzter. Ich kämpfe um Podium. Finde den Fehler. Ja, ich denke nicht, dass sie mit Alesi weitermachen. Dafür fährt er echt nicht gut genug. Da kriege ich viel bessere Fahrer für das Budget. Ich hätte ja Bock, Russell ins Team zu holen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das sind Dinge, um die ich mir vielleicht nach dem Rennen Gedanken machen sollte. Jetzt gerade ist Norris nämlich wieder am Pushen augenscheinlich. Dementsprechend muss ich jetzt auch schauen, dass ich nochmal ein bisschen Pace rauskriege, dass er nicht vorbeikommt. Trotzdem können wir hier ein bisschen auf Mager stellen, nochmal Sprit sammeln, dass wir die DRS-Geraden definitiv auf Fett stellen können. Weil das werden die Punkte sein, wo wir es brauchen. Reifen sind noch mehr als in Ordnung. Also das kann ich mittlerweile einfach reifen schon. Und wir gehen in die letzte Runde. Immer noch auf P3 gerade. Jetzt ist die Frage, ob wir das halten können. 1,5 Sekunden gerade. Oh. Mache nicht sowas. Ich habe 3 Rückblenden. Ich nutze jetzt einfach mal die erste. Bin jetzt zu nervös geworden gerade. By the way, ich hätte natürlich keine Rückblenden verwendet, wenn Norris oder so mich einfach überholt hätte.
Das sollte jedem klar sein. Hamilton gewinnt tatsächlich. Vettel, der 30 Runden geführt hat, verliert auch hier den kanadischen Grand Prix. Wie gesagt, ich verwende ausschließlich Rückblenden, wenn ich einen Schaden kriege. Vettel trotzdem Zweiter. Wir fahren hier jetzt safe durch und fahren unserem ersten Podium entgegen. Eieiei. Fuck off. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Aber da stehe ich auf P3. Ist das geil, Alter. Gerade mal eine Rückblende verwendet und das auch nur, weil ich doof war. Ganz am Ende der letzten Runde auf 108er KI ein Podium geholt. Eieiei. Na, damit steigen wir ein Level auf, ein komplettes. Sogar fast zwei, aber das wird uns verwehrt. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, wir haben Racing Point überholt in der Konstrukteurswertung. Krass. Sind P8 in der Fahrerwertung. Warum ich jetzt nicht Fahrer des Tages bin, finde ich überraschend, weil eigentlich ich halt eine bessere Position hatte. Wir haben gleich viele Positionen gut gemacht. Ich habe die schnellere Runde. Ich habe ein Podium. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir gucken uns die Highlights an. Da könnte ein bisschen was drin sein. Wir hatten gar nicht mal so einen geilen Start. Also doch, der Start an sich war super. Aber dann, ja, wurde ich ein bisschen gesandwiched. Da musste ich mich zurückziehen aus dem, was Ricciardo und Albon da mit mir machen wollten. Da habt ihr gesehen, da hätte ich keine Chance gehabt. Wenn ich da meinen Fuß drin gehalten hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Aber die haben uns dann im Nachhinein geholt. Durch die Boxengasse halt Albon gesnackt. Das, ey, ist gigantisch. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir kriegen vielleicht einen Undercut hin. Da Albon ja aber mit mir zeitgleich reingefahren ist. Okay, ich hätte sogar gar keinen Platz neben Ricciardo gehabt. Dadurch, dass Albon halt gleichzeitig mit mir reingegangen ist, dachte ich mir, okay, schwierig. Aber wir haben ihn uns ja trotzdem geholt. Der muss wahrscheinlich dann warten auf irgendeinen. Anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. So, hier dann ein bisschen im Pack. Ja, Lacy hat mich dann doch leider aufgehalten. Und zwar sehr, sehr unnötig. Ist Lacy jetzt eigentlich letzter geworden? Müssen wir uns gleich mal anschauen. Ja, Perez wollte auch nochmal richtig Stress haben. So, und hier Alessi auf der Geraden mehr oder weniger überholt. Er hat dann ja Windschatten, er ist dann in die Box gefahren. Er hat dann Windschatten gegeben. Ja, nee, ich wollte sagen, er ist in die Box gefahren. Ich meine, Kanada ist echt eine Strecke, wo ich schnell drauf bin. Mit einem Podium
Hätte ich jetzt aber ehrlich nicht gerechnet. Ich meine, wir hatten sehr viel Glück, dass Leclerc ausgeschieden ist. Das lässt sich nicht abstreiten, aber wir haben ja trotzdem Albon hinter uns gehalten. Und der hat viele Angriffe gestartet. Der hatte richtig Bock. Aber jeden einzelnen haben wir abgewehrt. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt das erste Podium von dem Andi Motorsport F1 Team. Die Frage ist, ob es das letzte sein wird in dieser Season. Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar starke Wochenenden gehabt, also zwei hintereinander. Ist ein Paar, zwei sind ein Paar, kann keiner abstreiten. Nun zu ein paar Fragen. Ei. Hat der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Nee, nicht wenn ich so viel Grip habe. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Gute Strategie und ein gutes Auto fürs Reifenmanagement. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Nö, nicht mit diesem Aero-Paket. Alter, wenn das Aero-Upgrade nicht durchgeht, ne? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Kein Kommentar. Danke für den Kommentar. Bitteschön. Eieiei. 5 Punkte in der Rivalität. Das sehen wir doch gern. Dadurch könnte ich theoretisch ein Wochenende eigentlich ausscheiden. So, ja, das gibt dir richtig Anerkennung. Wahrscheinlich auch fürs Team, oder? Ja, das sind wir sogar schon Stufe 9. Geil. Super. Und hier, wir haben 8 Punkte geholt, nicht 8 Punkte, Quatsch, wir haben 15 Punkte geholt. Abzüge für Schäden, ja, ich hatte glaube ich im Qualifying ja den ein oder anderen Flügelschaden. Sind aber 1,5 Millionen Gesamtbudget. Alter Schwede, und jetzt kommt's ja, vor Frankreich kriegen wir ein richtig geiles Paket. Ich hoffe, dass alle Upgrades durchgehen, vor allem das Chassis. Das wäre so genial. So, ja, immer noch das gleiche mit dem Vertrag. Warte mal. Was hätten wir hier denn jetzt? Schwerpunkt Aero, nö, Strapazierfähigkeit, Teamaufbau, Sponsoren-Eventaufnahmen, sekundärer Sponsor, Standorteröffnung, Teilnahme an E-Sports-Event, Simulator-Training. Gucken wir uns erstmal vielleicht ganz kurz den Fahrermarkt an. Wo steht Alesi und was kriege ich für das Budget? Alesi steht hier gerade. 29 Erfahrungen, 60 Rennen. Ja. Wir könnten uns halt De Vries holen, aber... Ah, weiß ich halt nicht. De Vries ist halt Weltmeister gewesen. In der Formel 2 damals. Alesi ist mir halt, muss ich gestehen, keine 2 Millionen wert. Im Zweifel nehme ich Aitken. Der ist immer noch besser und kostet mir eine 500.000 weniger. Wir werden, sofern Alesi jetzt echt nicht den Arsch hochkriegt. Ich meine, was ist denn der eingefahren bisher? 18, 19, 18, 16, 19, 18, 18, 18, 20. Und gerade war er auch nur 20. weil zwei ausgeschieden sind, Latifi und Leclerc. Naja, also sofern da nicht noch irgendwie ein ganz großer Umschwung von Seiten Alesi passiert, werden wir uns wahrscheinlich Aitken holen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Der wird auch mehr ins Team passen, ist ein Brite. Ja, gucken wir mal, ob wir ihn mit reinholen können oder nicht. Ich würde sagen, warte mal, genau, wie sieht's denn aus? Das Motor-Upgrade ist durchgegangen. Wir lassen die Ressourcenpunkte mal bei uns, um im Zweifel, falls die Upgrades nicht durchgehen, dass wir das einfach direkt wieder machen können. Jetzt gucken wir erstmal hier, Strapazier-Teamaufbau brauchen wir gerade nicht. Sponsoren-Event-Aufnahmen, ja, können wir machen. Teilnahme an E-Sports-Event und Sekundärsponsor-Standard-Eröffnung. Wunderbar.
Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Das ist doch eine gute Nachricht hier. Aber jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hier rein investieren. Wahrscheinlich die Gewichtsumverteilung. Ansonsten können wir gerade eh nicht so viel machen. Wir haben sehr viele große Upgrades vor uns. Strapazierfähigkeit könnte man rein investieren, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Vielleicht einfach die Reifenabnutzung, 600 Punkte. Wir gucken erstmal, ob das Aero-Upgrade durchgeht. Danach können wir uns weiterhin Gedanken machen. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Dann versuchen wir das doch nochmal. Und ich würde sagen, wir kriegen ungefähr 500 Ressourcenpunkte, ein bisschen mehr durchs Training. Wir sparen uns das an. Und machen dann hier im Chassis weiter, dass wir da echt gut dabei sind. Es kommen noch so Kurse wie Japan, USA, Mexiko, Brasilien, wo wir zum einen halt eine geile Aero brauchen, wo wir vielleicht vorher rein investieren sollten, wenn ich mir das angucke, und aber auch ein geiles Chassis. Deswegen machen wir da mal weiter. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir hier irgendwo rein investieren. Marketing eventuell. Wie lange läuft denn der Vertrag noch von unserem Kollegen hier? 6. Juli, 14 Tage. Ne, das sollten wir das Geld tatsächlich ansparen, um im Zweifel echt in gute Verhandlungen zu kommen. So, Frankreich, meine Damen und Herren. Eine Strecke, die ich sehr mag, wo ich tendenziell auch ganz schnell sein könnte, wo dann vielleicht wieder ein paar Punkte passieren können. Möglich wär's definitiv. Ist halt nur die Frage, ob wir jetzt ein Regenrennen haben oder nicht. Das passiert auf Frankreich schon mal ganz gern. So, das sieht weitgehend trocken aus, außer das dritte Training mal wieder. Nein, am Ende wird es tatsächlich regnen. Oh je, nicht gut. Und hier haben wir jetzt... haben wir jetzt einen kleinen Sprung gemacht auf jeden Fall. Sind an Renault vorbei. Sind näher an Haas, McLaren und Alfa rangekommen. Und auch näher an Racing Point. Ja, das ist super, dass der Chassis-Upgrade durchgegangen ist. Da müssen wir nur jetzt echt weitermachen. Gucken, dass wir die Aero weiter nach oben pushen können. Und dann, glaube ich, sind wir in einer guten Position... wirklich in jedem Rennen, um Punkte kämpfen zu können. Alpha macht halt eine unfassbar starke Entwicklung, muss man sagen. Alter Schwede. Das ist krass gerade. Alpha Tauri ist aber gut hinter uns. Das heißt, die Rivalität mit Gasly können wir vielleicht für uns entscheiden. Das dauert aber definitiv noch. Ich würde auf jeden Fall sagen, war ein geiles Rennen. Das war's für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.